dass ihr dabei seid. Gruppe aus dem Rotkäppchen Land, die Trachtengruppe Schrecksbach mit einem Schleifenbaum. Applaus an die Schrecksbecher. Schön, dass ihr da seid. Die nächste Dorfgemeinschaft kündigt sich an. Die Dorfgemeinschaft Welzigerode. Das tolle Dorf aus dem Ebersberg. Ich habe mir sagen lassen, da gibt es nicht nur gute Musik, da gibt es sogar guten. Ja, der Rassegeflügel-Zuchtverein, ein Traditionsverein aus Bad Westen seit 1984 mit eigenem Vereinsgelände am Sportfeld. Alles, was das liebe Fiedler viel zu bieten hat, das sind nicht die Brathähnchen, sondern das sind schön gezüchtete. Dann eine lange Tradition auch im Fremdenverkehr, unser Campingclub Kassel. Ja, er heißt Campingclub Kassel, aber hat seinen Campingplatz, das Hauptdomizil hier in Bad Westen am Waldcampingplatz. Schönes Gelände direkt an der Schwalm gelegen, mit der Gastronomie, die dahinter kommt. Für jeden ist was dabei, wir haben Fahrradaktionen. Ja, auch die Gastronomie des Campingplatzes ist dabei im frostgrünen Cabrio. Wie gesagt, zur Einkehr stets bereit, immer lecker essen, kleine Getränke habt ihr dabei, Mädels. Schön! Ja, Brieftaubenverein, Kellerwaldbote, auch ein Traditionsverein. E50S. Spaß am Laufen hat, ich weniger, man sieht es mir ja an. Aber bei Holger Möller melden alle Läufer gern gesehen. Dann der nächste Traditionsverein, der Schützenverein Niederurf. Schön, dass er dabei ist. Ein eigenes Vereinsheim in der Ziegenhainer Straße. Hochdekorierte Schützen. Schön, dass ihr da seid.
Eigenmöglichkeiten gegen Jawohl. Hat seinen Schlepper schön aufpoliert, der stand gestern noch auf der Wiese ein bisschen geschrubbt. Ein IAC. Die Schlepperfreunde, die sich ausgestellt haben. Strippe, hast dich vom Balkon runter bewegt. Ist ja geil. Schön, dass ihr da einen Hörner und Freunde wart. Hessische Funkmannermeisterschaft. Die haben gesagt, wir fahren mit unserem Holzrückezug dazu, dazwischen. Der Johannes Rieger aus Niederhofen von Südring. Ja, die nächste Schwemmer-Trachtengruppe. Die Schwemmer-Trachtengruppe aus Loshausen sind heute schon dabei mit vom Flachs zum Leinen am Rathausplatz. Wer sich das mal angucken will, wie Baumwolle, wie Leinen verhoben wird. Schönen Dank, dass ihr da seid. Der Reit- und Fahrverein Schweinpforte mit Kutsche, mit Reiter. Oh, von der Hohenburg zu Jesberg. Der Ritter Schotter. Schön. Reiner wollte dabei sein. So, nun kommen wir zu unseren Rettungsteams. Die Jugendfeuerwehr Bad Westen macht den Anfang. Jugendrat Basti hat seine Truppen mobilisiert. Es gibt Flyer. 3. Oktober, Feuerwehrerlebnistag. Kommen Sie alle zum Feuerwehrhaus. Alles rund um die Feuerwehr. Günter Fiemann aus Gilsern mit seinem Marcel Ferguson, mit dem alten TSA der Feuerwehr Niederruhr. Vielen Dank. Ist natürlich immer offen für Nachwuchs. Ab 6 Jahre in die Mini-Feuerwehr, 10 Jahre Jugendfeuerwehr und dann ab 18 in die Einsatzabteilung. 20, unsere freiwillige Westen oder Tu Westen sitzt der Deibel auf den Essen.
Deswegen haben sie es uns nochmal gezeigt. Vielen Dank, dass ihr mitgefahren seid, Christel. Danke. Vincenzo Martone hat einen wunderschönen Fiat aus dem Jahr 1933 mit seiner Frau. Wohnten jahrelang hier in Bad Zwesten, hat die Bad Zwestener Flaschengroßhandlung. Ein wunderschönes Auto, es war gestern schon zu Tourismusdamen, will ich es mal nennen. Schön, dass ihr da seid. Sie haben sich in historische Gewänder geschwungen, haben den Abschluss gemacht. Und dann für ihre Sicherheit im Einsatz die Feuerwehr Bad Zwesten fährt nochmal hinterher. Wir haben noch ein bisschen Spaß hier in Bad Zwesten. Genießen Sie die Zeit. Schönen Dank. Ihr habt super gespielt im Brexit-Abend, ne? War das jetzt ein Video oder ein Foto?